Im Mittelpunkt des heutigen Abends steht aber Frau Professor Scherpakova und ihr Vortrag mit dem in seiner Paradoxheit geradezu genialen Titel Russlands unvorhersagbare Vergangenheit, postsowjetische Erinnerung an Stalinismus und Krieg. Frau Scherpakova, die sowohl Geschichte als auch Germanistik studiert hat, ist eine der führenden Forscherinnen auf den Gebieten von Totalitarismus und Stalinismus. Schwerpunkte ihrer Tätigkeit sind die Geschichte des Gulag sowie Fragen des kulturellen Gedächtnisses und der Geschichtspolitik in Russland. Sie gehört seit 1999 dem Kuratorium der Gedenkstätte Buchenwald in Weimar an. Sie ist Mitglied des Internationalen Beirats der Stiftung Topographie des Terrors in Berlin, der Aktion Sühnezeichen Friedensdienste und Vorstandsmitglied der Marion Dönhoff Stiftung. Seit 2010 ist sie Ehrenmitglied des Zentrums für Literatur- und Kulturforschung Berlin und, das ist etwas, was uns natürlich besonders freut, seit 2012 Mitglied des Internationalen Beirats des VWI. Frau Scherpakova wurde für ihre Arbeit mehrfach ausgezeichnet, so mit dem Deutschen Bundesverdienstkreuz und dem Karl von Ossietzky-Preis für Zeitgeschichte und Politik. Zu ihren wichtigsten Veröffentlichungen zählen »Nur ein Wunder konnte uns retten«, »Leben und Überleben unter Stalins Terror«, Zerrissene Erinnerung, der Umgang mit Stalinismus und Zweiten Weltkrieg im heutigen Russland, sowie der jüngst erschienene Band Gulag, Spuren und Zeugnisse. Frau Scherpakova, wir freuen uns auf Ihren Vortrag. Vielen Dank für diese Einführung und vielen Dank für die Möglichkeit, hier ein bisschen auszubreiten, wie es in Russland jetzt mit der Erinnerung, mit der Geschichtspolitik aussieht. Und es ist für mich eine Ehre, hier zu sprechen, und ich hoffe, Sie werden mich entschuldigen, wenn ich vielleicht nicht so perfekt mich Deutsch ausdrücke, wie ich mir gerne gewünscht hätte, zum einen. Und zum anderen, dass meine Ausführungen eine grobe Zeichnung dessen geben, was, wie es in Russland mit der Erinnerung aussieht. Aber es ist mir wichtig, sozusagen auch in diesen groben Zügen ein Gesamtbild zu zeichnen, weil in meinen Augen ist das gemein wichtig zu verstehen. Und nicht nur, weil ich zu der jetzt Minderheit, wirklich einer wirklichen Minderheit in Russland gehöre, die immer noch davon überzeugt sind, dass diese nicht aufgearbeitete Vergangenheit wie ein Stolperstein oder wie ein Fels auf dem Wege Russlands liegt und sich immer mehr versteinert, nichtsdestotrotz glaube ich, dass wenn, also solange, also wirklich, also ganz starke Bemühungen um diese Aufarbeitung von sozusagen also sehr breit angelegten Schichten der Gesellschaft unternommen werden, wird sich Russland sehr schwer tun und ganz grob gesagt sehr schwer tun, nicht nur mit der Demokratie, sondern aus diesem, und da sage ich ja ganz offen, aus diesem Autoritarismus rauszukommen, in dem Russland jetzt befindet. Und warum es so wichtig auch ist, sich mit der Erinnerung und Geschichtsbildern und Geschichtspolitik in Russland auseinanderzusetzen, weil dieser Umgang mit der Vergangenheit
in meinen Augen absolut ein Prüfstein für heutige Entwicklung ist, weil man in Russland historisch, nicht nur mit den historischen Symbolen und Bildern hantiert, sondern sie auch massiv und ständig für eine sehr aggressive Propaganda missbraucht. Russland hat im 20. Jahrhundert nicht nur ein schreckliches Trauma erlitten, es hat eine nationale Katastrophe erlebt. Selbst wenn wir die schon fast unblutigen Scheußlichkeiten der Zeit nach Stalin herausnehmen und nur die Ära der massiven Terrorkampagnen von 1918 bis 1953 betrachten, so bleiben es immer noch 35 Jahre. In diesen 35 Jahren, also ehrlich gesagt, also dreimal so viel als die hitlerdeutsche Diktatur, in diesen 35 Jahren wurden 12 Millionen Menschen direkte Opfer von Repressalien. Allein aufgrund politischer Anklagen, die zumeist erfunden oder aufgebauscht wurden, wurden über 5 Millionen Menschen verhaftet, über 1 Million davon erschossen und die übrigen ins Lager geschickt. Mehr als 6,5 Millionen Menschen landeten in arbeitsähnlichen Siedlungen im hohen Norden, in Sibirien, in Kasachstan, ohne individuelle Anklage im Zuge von Massendeportationen. Darüber hinaus können zu den unmittelbaren Opfern des Stalinismus über 6 Millionen Bauern gerechnet werden, die infolge des künstlichen Hungers der Jahre 32 und 33 umkamen. Diese Aufzählung ist alles andere als vollständig. Doch aus ihr wird, glaube ich, bereits deutlich eine Analyse der heutigen Situation, die Dauer und Dimension der damaligen Tragödie nicht berücksichtigt, bleibt oberflächlich und ungenau. Über den Stalinismus als System, dessen wichtiges Instrument massive politische Gewalt war, ist schon viel gesagt und geschrieben worden. Bis natürlich in den letzten 25 Jahren. Sehr viel weniger war bisher von der Wirkung dieses Instruments über seinen Einfluss auf mehrere Generationen sowjetischer Menschen gesprochen worden. Das Haupterbe dieser Jahrzehnte ist Angst, eine permanente, man könnte sagen im Unterbewusstsein, aber ich vermeide das, im Bewusstsein verwurzelte Angst sozusagen eines einfachen Menschen vor der Allmacht des Staates. Die Staatsmacht, so sieht es in Russland momentan aus, kann mit einem machen, was immer sie für richtig hält. Und viele glauben sogar, dass der Staat das Recht hat, das Mögliche mit ihnen anzustellen. Eine weitere Folge des Terrors ist die Atomisierung der Gesellschaft, eine Entfremdung und ein allumfassendes Misstrauen. Jedes Gefühl von Solidarität wurde in den Jahren des Terrors, also wenigstens es wurde versucht, es total auszumerzeln. Alle horizontale Beziehungen zwischen den Menschen, selbst verwandtschaftliche, vernichtet oder geschwächt. Sie werden sich vielleicht noch daran erinnern, an dieser besonders grasser Beispiel aus der Stalinszeit, als die sogenannten Ehefrauen des Volksfeindes verhaftet worden sind und für 18 Jahre in die Gulags gesteckt, nur weil sie die Ehefrauen waren. An der Stelle von allen horizontalen gesellschaftlichen Beziehungen drang der Staat in diese Beziehungen ein, ganz massiv. Und das Verhältnis zwischen dem Staat und Individuum wurde in einem sehr strengen hierarchischen sozialen System organisiert. Ein anderes Erbe in meinen Augen ist die Xenophobie oder Fremdenangst. Und zwar nicht nur Xenophobie im klassischen Sinne, als Furcht von dem ethnisch anderen Menschen, sondern als Ablehnung von allem Fremden und allem dessen, was überhaupt aus der Reihe fällt. Und schließlich
kommt dazu noch eine überlebensnotwendige Heuchelei, der unweigerlich Zynismus und eine völlige Relativierung moralischer Werte nach sich zog. Als dies ist die Schule von Stalinismus. Das Land hat diese Lektionen nachhaltig verinnerlicht und sämtliche hier von mir jetzt ganz grob aufgezählten psychologischen Aspekte sind in großem Maß leider bis heute im kollektiven Bewusstsein in Russland präsent. Das Terror erwies sich als eine außerordentliche erfolgreiche pädagogische Maßnahme. Man kann sehr viele Beispiele anführen, das werde ich vielleicht noch am Ende tun, wie sich das im heutigen Russland offenbart, wie die Angst, die wir geglaubt haben, überwinden zu haben in den 90er Jahren, wieder sozusagen also sehr stark spürbar ist und auch ganz enge familiäre Beziehungen zerstört. Vielleicht vorab nur ein Beispiel. Wahrscheinlich haben Sie auch gelesen, dass in die Ukraine auch russische Soldaten und Offiziere geschickt worden sind und einige davon gefallen sind. Und die Reaktion von Familien, die Angst sozusagen, dass man von diesem Begräbnis erfährt. Die Angst, mit den Journalisten zu sprechen, noch mehr. Unsere Soldatenmütter, da haben Sie wahrscheinlich auch was davon gehört, das ist eine Organisation von den also sozusagen Soldatenmüttern wirklich, also die eine zu den Ältesten, also gegründet am Ende der Perestroika gehört, erlebt etwas, also für viele Menschen, die dort arbeiten, Unfassbares, und zwar, es rufen die Jungen, vor allem als sozusagen dieser Krieg in einer heißen Phase war, also vor einem Jahr. Da rufen, melden sich dort junge Soldaten, sie bitten um Hilfe und wollen nicht sozusagen, wollten nicht wollten eigentlich dort überhaupt nicht fallen und wollten dort gar nicht kämpfen. Es ist ganz anders, als es noch im tschetschenischen Krieg war. Die Familien wollen davon nicht wissen. Sie haben Angst und die Mütter kommen nicht, ihre Kinder zu holen. So, und das ist natürlich ein sehr krasser Beispiel von dem, was und natürlich, also sozusagen der wichtigste und gravierende Grund dafür ist die Angst. Ist die Angst vom Staat? Ist die Angst von Repressalien? Ist die Angst, dass sozusagen, also das ist die Sache noch verschlimmert. Also das ist nur, wie gesagt, einer von sehr vielen Beispielen. Und wir hatten auch diese sozusagen Aufnahme von Vergangenheit, diese Einstellung zur Vergangenheit, hat in Russland unterschiedliche Phasen erlebt. Und das war alles nicht linear, sondern in sich sehr, auch sehr widerspruchsvoll. Weil nach dem Stalinstod in den 60er und 80er Jahren wurde der Kampf für die staatsbürgerliche Freiheit untrennbar mit dem Kampf um die Geschichte. Eigentlich, die Gesellschaft teilte sich in die Stalinisten und Antistalinisten. Und dieser Kampf, der natürlich nicht sehr stark nach oben getragen werden konnte, ereignete sich in der Kulturszene, in der Kampf um die Literatur, um die Möglichkeit, also sozusagen, also die Wahrheit darüber zu sagen, was eigentlich mit den Millionen von Menschen, also vor 10 oder vor 20 Jahren davor passiert ist. Und die Erinnerung an den Stalinismus teilte sich dabei
auf lange Zeit, über mehrere Jahrzehnte, ganz grob bezeichnet, in zwei Stränge. Den einen Strang bildete die persönliche Erinnerung, die familiäre Erinnerung, die auf der Lebenserfahrung der Opfer des Terrors und ihren Angehörigen beruhte. Und bei diesen Zahlen können Sie sich vorstellen, dass es keine einzige Familie in Russland gab, wo es keine Opfer gab. Sie wurde natürlich in all diesen Jahren, bis vielleicht auf ganz kurze Phasen, als etwas Verbotenes oder Halbverbotenes oder Halbverbotenes Wissen empfunden. Diese Erinnerung wurde nicht plakatiert, nicht nach außen getragen. Sie blieb im Kreis enger Freunde und Verwandten und man behütete die Kinder vor ihr. Diese Erinnerung war segmentiert, faktografisch, oft äußerst konkret und einerseits sehr mythologisch und widerspruchsvoll. Eine Analyse oder ein Verstehen gab es darin kaum. Der zweite Strang bestand in der, könnte man sagen, dissidentischen Reflexion in Memorien, deren Autoren es wagten, sie im Samizdat zu veröffentlichen, in Geschichtspublizistik, auch in der geheimen, in der Übersetzung in westlichen Forschungsarbeiten, also Conquist ist mit seinem großen Terror, also der hauptsächliche Name dafür, in vielen Romanen und Gedichten und Erzählungen, die aber nur im Untergrund kursierten. Und zwischen diesen beiden Strängen gab es leider erstens sehr wenig Überschreitungen. Und da sozusagen diese ganze Aufarbeitungswelle für das breite Publikum nicht zugänglich war, also wieder für das breite, fehlte derer die Sprache. Sie wissen ja, die Sprache ist das doch so wichtig. Also wenn man keine Sprache hat, kann man nicht erzählen. Also man kann also mit den eigenen Erinnerungen nichts anfangen. Es gibt so eine Episode beim Orwell, Sie werden sich daran erinnern, wahrscheinlich der Hauptheld will ja wissen, was eigentlich damals war, wo der Ozeanien noch nicht in diesem Krieg stand und wie es eigentlich früher war. Und er findet einen alten Trinker, der womöglich keine Angst hat, ihm was zu erzählen. Und der fragt ihn aus und versucht, von ihm rauszubekommen, wie es war. Und er kann sich nur ihm das eine erzählen, dass das Bier damals 5 Pence gekostet hat. Und ich glaube, das ist natürlich eine sehr symbolische Geschichte. Aber wenn die Menschen keine Bezüge finden für das, was sie erlebt haben, weder also in der Literatur, die ihnen verborgen ist, noch im Film, noch in Kunst. Also das ist natürlich zugespitzt, weil die Menschen haben immens daran also gesucht, nach den Spuren gesucht, nach den Möglichkeiten rauszulesen, auch der äsopischen Sprache der sogenannten, also mit der man in der russischen Literatur versuchte, einige Sachen zu beschreiben. Aber in Wirklichkeit ist diese Sprache nicht entstanden. Nur in der Perestroika-Zeit hatte man ein Gefühl, eigentlich, dass das vielleicht möglich sein wird, nach all diesen Jahren. Und um diese Zeit zu beschreiben, also die Perestroika-Zeit, sie wird jetzt sehr oft in Russland diffamiert. Und ganz besonders die 90er Jahre, die nachher kommen. Also sie werden als Jahre des absoluten Chaoses, einer Katastrophe. Und das wird oft im Westen, dieses Bild wird auch im Westen vermittelt. Dass alle in Russland verhungert sind, dass es viel schlechter war, als es noch sozusagen in den sowjetischen Zeiten war. Aber also wenn man sich wirklich an diese Zeit erinnern, also in diese Zeit beschreiben will, vor allem Perestroika, ist es sehr wichtig zu betonen, dass Perestroika überhaupt nur möglich war,
war der Glaube an Sozialismus und Kommunismus aus der Gesellschaft einfach verschwand. Und das war eine, und das war, der war nicht mehr da. Der war nicht mehr da, und das hat sich natürlich in den, das hat natürlich nicht sofort Ende der 80er angefangen, aber das, man manifestierte das ganz stark. Und das, denn man glaubte einfach nicht daran. Und das war einer der wichtigsten Gründe, warum Gorbatschow mit seinem, mit seiner Erneuerung von Sozialismus, war, das war ja seine Idee, so absolut scheiterte. Die Perspektiven sah der aktive Teil der Gesellschaft eigentlich in absoluter Umwandlung zur Marktwirtschaft und Demokratie. Aber die Vorstellungen, wie das passieren sollte, waren natürlich zum Teil utopisch und ziemlich primitiv. Aber ab 89 ergoss sich ein oder ein Jahr, noch ein Jahr früher zum Teil, aber ganz wichtig wurde das Jahr 89 als Archipel, also in diesem Jahr passierte alles Mögliche, glaube ich, in der Welt, von der Berliner Mauerfall bis zum ersten Mal nach Jahrzehnten freie Wahlen in Russland und Veröffentlichung von dem Archipel Gulag von Alexander Solzhenitsyn. Das Buch, das nicht mal laut, diesen Titel nicht mal laut jahrzehntelang erwähnen dürfte. Ja. Und es ergoss sich ein Strom von bis dahin verbotenen Themen auf die Seiten der Presse. Und dieser Strom speiste sich damals. Und das gab uns große Hoffnung aus der so plötzlich enttabuisierten, oder das war der Anfang der enttabuisierten familiären Erinnerung, weil jeder wollte sagen, endlich, er hatte auch Opfer gehabt, vom Gorbatschow bis Jelzin, und das stimmt ja übrigens, wo beide Großeltern vom Gorbatschow Opfer geworden sind von dem Terror und vom Jelzin, sein Vater war im Gulag, sein Onkel war im Gulag jeder damalige Politbüromitglied fand natürlich unter seinen Angehörigen die Opfer. Und das war ja absolut wahr, weil das wirklich der Realität entsprach. Also das Einzige, was man an Aufarbeitung damals und als an Reflexion anbieten konnte, das war diese dissidentische Reflexion. Das waren diese Werke, die endlich veröffentlicht wurden. Das war auch Publizistik, die dann nach oben getragen werden konnte und so. Sehr interessant und für mich absolut symbolisch war, dass unter den Problemen, die damals sehr heftig überall diskutiert wurden und dann landesweit in der ganzen Sowjetunion, spielten historische Fragen eine Schlüsselrolle. Es schien, dass zumindest in Bezug auf Stalinismus ein nationaler Konsens, wenn nicht bereits erreicht, so unmittelbar bevorstehe. Ich kann mich daran erinnern, als meine erste öffentliche Vorlesung an der Uni über die Erinnerung an den Gulag und ein junger Student sprach mich an und fragte mich, ob ich jemals einen lebendigen Stalinisten gesehen habe. Und ich habe geglaubt, das war das Jahr 90 und ich habe geglaubt, es ist soweit. Erstens konnte ich mir nicht vorstellen, dass es eine öffentliche Vorlesung jemals sein könnte an der Uni. Und zweitens, also, dass er mir solche Fragen stellt, also das ist wahrscheinlich wirklich schon etwas, was von der Gesellschaft überwunden hat. Diese Frage wird niemand, kein Student heute stellen, weil die sind überall und auch unter ihnen eigentlich, was besonders verheerend ist, unter jungen Menschen. Ja. Aber es schien damals, dass es wirklich ein bestimmter Konsensus erreicht ist. Und der aus den groben Zügen, um sie in groben Zügen zu beschreiben, daraus besteht, dass die Staatsmacht mitnichten heilig ist, dass die Sowjetunion keineswegs eine belagerte Festung sei, dass Russland keine Eroberung von außen drohe und kein, was ganz wichtig ist, Sonderweg zustehe. Weil das war ja immer sozusagen dieses
diese Geschichte von dem russischen Sonderweg, der niemand wirklich beschreiben konnte, wie der aussehen sollte, sondern im Gegenteil, also eigentlich, dass man den Weg der demokratischen Entwicklung beschreiten kann, also wie die anderen europäischen Länder auch, und schließlich, und das ist ganz wichtig, dass der Terror, der sowjetische Terror, und es ging damals schon sehr schnell nicht nur um stalinische Zeit, sondern also die Zeit sofort nach der Revolution und auch die Zeit danach, also diese bleierne Brezhnev-Zeiten und so, also dass der sowjetische Terror durch nicht zu rechtfertigen sei, was damals eine vorherrschende Auffassung zu sein schien. Natürlich. Also man muss es sich nicht vorstellen, dass die Masse der Bevölkerung für die historischen Probleme als solche sich interessierte. Das explodierende Interesse damals, und das dauerte ganze 3 oder 4 Jahre, an die sowjetische Geschichte, an Terrorgeschichte, hing viel mehr mit der aktuellen Politik zusammen, insbesondere mit der Frage nach der Legitimität des kommunistischen Regimes, das ja eigentlich die Massenverbrechen in der Vergangenheit verantwortlich war. Und während der Perestroika, und das war wirklich eine kurze Zeit, fielen die Wiederbelebung der Erinnerung an den Terror und die Bewegung für politische und bürgerliche Freiheit vorübergehend, sehr kurz, leider zusammen. Es schien uns, wir sind am Anfang dieses Weges, und es stellte sich heraus, dass es ein sehr schwieriger Weg ist, viel schwieriger als erwartet. Und schon Mitte der 90er Jahre bestand der Konsens aus der Perestroika-Zeit in Bezug auf Terror, auf die sowjetische Vergangenheit, noch nur im Milieu der liberalen Intelligenz. Warum? Der wichtigste Grund war natürlich ein politischer. Die Träger, und das hatte verheerende Folgen für Russland und hat es in meinen Augen noch, die Träger der marktwirtschaftlichen Reformen waren keine Demokraten. Und die Träger demokratischer Werte, keine Anhänger der Marktwirtschaft, besonders in der Form, wie sie sich damals in den 90er Jahren in Russland offenbarte. Und das Hauptziel wurde damals, also ich meine jetzt von den Menschen, die liberal und kritisch waren, keine kommunistische Revanche zuzulassen, weil die Kommunisten eigentlich sich als Restauratoren und Stalinisten offenbarten in Russland. Das muss man ja auch sagen. Das waren ja keine linke Sozialdemokratie, wie wir das in Polen erlebt haben, wie wir das in den baltischen Staaten erlebt haben. Das waren wirkliche Stalinisten bei uns und sind geblieben und sitzen in unserem Duma. Also, und in diesem Kampf gegen sie, das ist sehr interessant, schienen alle Mittel recht zu sein. Und das war der Beginn von dem, was wir jetzt erleben. Das war politisch sehr gefährlich. Denn daraus erfolgte ein sehr populistischer Umgang mit der Vergangenheit. Keine tiefe Auseinandersetzung. Keine juristische oder gesetzliche Verurteilung dessen, was Russland erlebt hat. Und ich meine nicht nur Figur Stalin. Also die Beschlüsse von dem 20. Parteitag, wo Stalin entlarvt war, auf die Beschlüsse könnten wir auch in den schlimmsten Brezhnev-Zeiten immer beziehen und sagen, Partei hat ja damals ihr Wort gesagt. Aber sie waren überhaupt nicht mehr gültig in den 90er Jahren. Was waren das für Entscheidungen? Was waren das für Parteitage? Ja, und es gab nichts eigentlich, nichts und gibt es bis jetzt nichts, woran man sich halten kann. Also es gibt zwei
Gesetze, die noch in Russland diese Aufarbeitung ermöglichen. Das eine ist Archivgesetz von 92, der immer noch, der wird ja nicht leider fast überall jetzt boykottiert und blockiert, seine Ausführung, aber der gab dieser Archivgesetz Ruf eine Archivrevolution wirklich, weil also zum ersten Mal wurden also Tausende und Tausende Dokumente zugänglich, über die also sozusagen über den Charakter dieses Systems aussagten. Und zum ersten Mal konnten wir das belegen, was mit den Dokumenten, was nur eigentlich aus der Erinnerung gekommen ist. Ja. Und das zweite Gesetz ist Rehabilitierungsgesetz, also noch vom Gorbatschow verfasst für Opfer der politischen Repressalien. Und das ist der eine Gesetz, wo ein Satz gab, also dass der Staat diese Menschen rehabilitiert, weil es ein Verbrechen gegen sie und ihnen ein Unrecht passiert ist. Also das ist nur der eine Halbsatz. Der Prozess gegen KPdSU, der 92 stattfinden sollte, lief absolut im Eimer, wie man das deutsch sagt. Es ist sehr interessant, wie das oft in Russland passiert. Es endete in nichts. Es waren Berge von Dokumenten zur Entlarvung, aber es endete in gar nichts, sozusagen. Ja? Und was besonders schwierig auf der menschlichen Ebene und verheerend war, das war diese immense Schwierigkeit in Russland. Also man sagt natürlich überall, dass Opfer-Täter-Rolle schwierig sind, sozusagen oft voneinander zu trennen und so. Aber wir, die Ehre haben, zum Wiesenthal-Zentrum zu gehören, wissen, dass man sehr wohl Opfer und Täter unterscheiden. Aber in dieser verrückten russischen Konstellation war es wirklich ganz schwer, diese Rollen unter den Akteuren des historischen Geschehens zu verteilen. Diese verwischten, weil natürlich derselbe Mensch konnte ja, also in seinem Leben, das war oft der Fall, erstmal die Täterrolle spielen, also im Roten Terror, im Bürgerkrieg, danach im Kampf gegen Opposition. Und dann in der Zwangskollektivierung und sehr blutig auch dabei werden und tausende Opfer auf dem Gewissen zu haben, um selbst dann im 37 unter schrecklichen Folterungen und falschen Beschuldigungen erschossen zu werden. Und diese verwischten Grenzen zwischen Opfer und Täter, diese komplizierten Beziehungen, also familiäre Beziehungen, schon am Beispiel von Gorbatschow und Jelzin kann man das nachvollziehen, weil beide kommunistische Funktionäre geworden sind und eigentlich wirklich, wenigstens von Gorbatschow bin ich das absolut überzeugt, wirklich an das geglaubt haben, das waren Karrieristen, aber Gorbatschow hat wirklich sozusagen an diese kommunistische Idee geglaubt. Und dieses diffuse Bild hinderte die Öffentlichkeit daran, sich einen Ausgangspunkt zu schaffen und überhaupt irgendein moralisches Koordinatensystem, von dem aus man über die Vergangenheit hätte urteilen können. Sie müssen mir verzeihen, also die Historiker, die hier sitzen, wenn ich von dem kollektiven Bewusstsein rede, Sie wissen, dass ich das sozusagen in Frage stelle. Aber vielleicht ist das ist vielleicht soll man das nicht sagen. Aber so, das war so breit angelegt, würde ich sagen, in dieser postsowjetischen Gesellschaft. Diese mitfühlende Erinnerung, die war es in den 90, gab es in den 90er Jahren, die gab es an Opfer des Terrors. Das hat man relativ leicht integriert, wirklich, weil, wie gesagt, überall Opfer waren. Es stellte sich heraus, dass man nicht imstande war, darüber nachzudenken, welche Kräfte hinter diesem Opfergang
standen und für wen und für was diese Opfer gebracht wurden. Und man war nicht imstande, für sich Verbrechen Verbrechen zu nennen. Und sozusagen das ganze Leben von den Vätern und Großvätern damit zu verneinen. Ja? Also war es, wie sich herausgestellt hat, war es viel leichter, das als sozusagen ein nationales Desaster, als eine Art Naturkatastrophe, die sich über Russland ereignet hat, aufzufassen, wo eigentlich niemand Verantwortung trug. Und es stellte sich, dass es viel einfacher ist für die Menschen, als den Staat und seine Führer wirklich für verbrecherisch zu halten. Und sehr viele, die dann mitgemacht haben, also mittätig geworden sind und so. Und diese Unfähigkeit, die Hauptrollen in der Erinnerung an den Terror zu verteilen, diese Pronomen wir, die auch wir ständig gebrauchen und nicht das davon, also sozusagen das lassen können, diese Pronomen wir und sie zu verorten, verstärkt nur den dramatischen Charakter dieser nationalen Erinnerung. Es ereignete sich auch noch auf dem Hintergrund, wo man gesehen hat, dass es viel leichter fällt, dieser Umgang mit der Vergangenheit, den westlichen Nachbarn von Polen bis Baltikum. Das sowjetische Regime gilt hier natürlich ein und in den 90er Jahren und bis jetzt ist das so, sozusagen Mainstream ist eindeutig so, obwohl jetzt schon viel mehr kritische Stimmen gibt, als es in den 90er Jahren, aber doch, dass dieses sowjetische Regime gilt hier als eins von außen importiertes, fremdes oder einfach als Besatzungsregime. Also Sie werden sich wahrscheinlich erinnern, also dass die Museen, die entstanden sind, von Georgien bis Riga, Besatzungsmuseum heißen und umso leichter fiel die Identifikation mit den Opfern dort oder Widerstandskämpfern, was ganz wichtig war für dieses sozusagen neue nationale Bewusstsein, das dort entstand. Nie aber mit den Tätern. Daraus erfolgten sehr viele und schlimme Verschiebungen und Mythen, die sehr wohl unsere Propaganda, als man sich diesen Mythen bedienen wollte, gebraucht hat. Ich meine jetzt die Geschichte, die wir mit Ukraine erlebt haben, also dieser Kampf um die Erinnerung mit den baltischen Staaten, wo, wie wir wissen, also die Widerstandskämpfer und die Partisanen oft eine doppelte Rolle gespielt haben und so. Natürlich stimmte diese Identifikation mit dem historischen Wissen dort in dem Baltikum nicht überein oder oft nicht überein oder in Westukraine nicht überein. Aber hier ist ja nicht vom Wissen die Rede, sondern von der Erinnerung. Und je mehr man in den 90er Jahren sich von der Illusion einer sozialen Wirtschaft oder einer Demokratie trennte, desto stärker wurde die Frustriertheit, Orientierungslosigkeit. Man muss ja auch sagen, dass das alte soziale Feld verschwand. Es gab kein Arbeitskollektiv mehr. Da fühlte sich sowjetischer Mensch irgendwie mehr oder weniger heim oder gebunden oder konnte sich austauschen oder arbeitete jahrelang mit den Menschen, die gemeinsames Schicksal hatten. Ja? Auch dieses würde ich sagen, dass ich spreche jetzt über die 90er Jahren, diese Veteranenvereinigungen waren nicht mehr sozusagen so präsent, verschwanden überhaupt von der Öffentlichkeit. Die zivilgesellschaftlichen Strukturen entstanden sehr langsam, weil es keine Tradition gab. Und so seien wir sehr schnell und eigentlich schon ab 93, wie ich gesagt habe, wie die Nostalgie an die tragischen Seite der Geschichte, wie die Nostalgie sich ausbreitete,
was die sowjetische Zeit anbetrifft, dass die tragischen Seiten der Geschichte dabei verdrängt oder verleugnet wurden, immer mehr. Und im Bewusstsein der neuen Generation, die ihre Sozialisation in den 90er Jahren erfuhr, nahm die sowjetische Vergangenheit, also sehr schnell, an die sich natürlich kaum noch erinnern konnten, sehr schnell Züge eines mythischen goldenen Zeitalters, wo es und die Großmütter und Großväter erzählten, wie das alles schön war und ruhig war in den Brezhnev-Zeiten, wie das alles wirklich ganz schlimm geworden ist in den 90er Jahren. Und für die neuen Intellektuellen, und ich glaube, da muss man ihre Verantwortung auch nicht unterschätzen, dafür, dass diese Vergangenheit verdrängt worden war, wurde dieser Stalinismus an sich interessant nur als Kitsch oder als sozusagen Symbol eines Gorki-Parkes, eines sowjetischen Erholungsparkes. Diejenigen, die sozusagen immer auf dieser Aufarbeitung beharrt haben, wurden sozusagen von diesen Intellektuellen als die Ewiggestrigen platziert, weil eigentlich, es wird sich ja alles sowieso von selbst entwickeln und wer wird sich schon an Stalin erinnern und das ist ja alles uninteressant. Interessant ist nur der Blick von oben, das sind ja vielleicht schon wie Pyramiden, die geblieben sind, die müssen wir sozusagen kulturell auffassen. Ich bin nicht der Meinung, dass man wirklich nicht kulturell sich damit auseinandersetzen konnte, nur es wurde natürlich also die Bedeutung des Terrors und die Bedeutung, wirkliche, auch moralische Bedeutung dieser Aufarbeitung irgendwie weggefegt. Und trotz allen Bemühungen von den Menschen, wirklich, und da gab es sehr viele, die in den Archiven, die angefangen mit Hilfe von sehr vielen Historikern, die übrigens die ersten waren, fast die ersten, die in unsere Archive kamen, waren die österreichischen Historiker, das kann mich sehr wohl daran erinnern, die wirklich also den dann Opfer erfasst haben und dort die deutschen Historiker, das waren gemeinsame Projekte und so, Publikationen, Übersetzungen, Denkmäler sind entstanden auf den Massengräbern, die sich aufgetan haben. Und vieles ist passiert. Memorial-Organisation, die 89 entstanden ist, arbeitete weiter. Aber das wurde marginal, sehr schnell, sehr marginal, überhaupt nicht modisch attraktiv für die jungen Menschen, gar nicht in sozusagen, sondern also sie tun und schon gar nicht von den Marktwirtschaftlern sozusagen, von diesen noch liberalen Menschen, die bei uns damals in der Wirtschaft saßen und auch in der Regierung wahrgenommen, das schien ihnen alles irgendwie, und das waren Reformen, uninteressant zu sein, unwichtig zu sein. Und eigentlich fast glaubten sie, dass wir etwas Propagandistisches wollen mit diesem Beharren auf dieser Aufarbeitung. Und man hatte Propaganda bis dahin ja in den sowjetischen Zeiten erlebt. Und das wollte man ja eigentlich. Also es wird ja sich schon selbst, die Marktwirtschaft wird das alles schon regeln, also war die Parole. Und auf unsere Bitte, irgendeine Unterstützung, auch finanzielle, also kriegen wir eigentlich die kaum. Und es entstand ein Riss, ein ganz da starker Riss, und der wurde immer breiter und breiter zwischen dem, was die Wissenschaft produziert hat, zwischen dem, was veröffentlicht wurde, zwischen dem, was eigentlich aus den Archiven rausgekommen ist, zwischen dem Wissen, das man sehr leicht eineignen konnte, besonders als die Computerära angefangen hat. Wie viele waren es? Wie war der Mechanismus der Terrors? Wer ist deportiert worden? Man konnte auch eigene Familiengeschichte in den Archiven recherchieren. Aber es entstand ein großer Riss und es entstand kein Narrativ.
kein Narrativ, verzeihen Sie mir dieses Wort, aber wenigstens eine Erzählung, auf die wir gehofft haben, dass das Bier nicht 5 Kopeken gekostet hat, sondern also das ist nicht entstanden, sondern ein absolutes, wie soll man sagen, also ein Riss zwischen den Ursachen und Folgen. Und und noch etwas, diese stalinistischen Verbrechen waren nicht visuell, die konnte man niemandem zeigen. Archiv wurde zu unserem Erinnerungsort und das ist keine Massenware sozusagen, das, oder muss man sehr stark daran arbeiten, dass Archiv wirklich zu einem Erinnerungsort wird. Das ist natürlich nicht getan worden, überhaupt nicht. Ja? Und es sind kaum wirklich namenswerte Museen entstanden. Also es gab ja ein paar Versuche in unterschiedlichen Museen, also sozusagen diese Erzählung reinzuplatzieren, weil viele Städte in Russland eigentlich Erinnerungsorte sind, weil sie voll und ganz von den Häftlingen gebaut worden sind, wie Vorkuta, Norilsk, Magadan und so. Aber dort, wenn die dort sie in den Museen versucht haben, da etwas da, sozusagen darzustellen, so war das eigentlich eher im Zuge einer Kolonialisierung. Ja, eigentlich, es war ja nichts, da sind Menschen gekommen, zwar waren viele Häftlinge davon, aber sie haben also diese Stadt aufgebaut, jetzt, sie haben in den Minen gearbeitet und jetzt sind wir ja alle dort Einwohner und so und das ist unsere Vergangenheit sozusagen. Aber natürlich der wirkliche Wendepunkt kam in den Nulljahren, weil ja davor wir von keiner Geschichtspolitik reden konnten und von keiner historischen Propaganda. Man brauchte nur Geschichte ab und zu, um in den 90er Jahren, um in den Wahlen gegen die Kommunisten zu gewinnen. Dann erinnerte man sich, dass man sozusagen den Menschen im Fernsehen nochmal zeigen muss, also wie sie sich schuldig gemacht haben, damit Jelzin an der Macht bleibt. Und das war eine ziemlich schlimme, würde ich sagen, eine ziemlich schlimme Manipulation. Aber mit dem sehr bald mit Putins Machteintritt beginnt eine Veränderung, weil man sich von der Demokratie absagt. Und das, was passiert ist und was ist passiert, das ist eine rapide wachsende Bürokratie, also Sicherheitsstrukturen, die sich vermehren, paramilitäre Strukturen, änderten erstmal, noch bevor diese Geschichtspolitik wirklich einen, wie würde man sagen, einen klaren Charakter bekam, änderte sich sozial die Gesellschaft. Die russische Intelligenz, die sogenannte, also die eigentlich die Trägerin, also dieser Erinnerung, ich meine jetzt natürlich nicht als Trägerin, sondern diejenige, die über diese Erinnerung reflektierte, die war dann weg, sehr schnell. Und viele, erstens aus biologischen Gründen, Hunderttausende, gingen ins Ausland davon. Und in diesem Sinne muss ich ja sagen, dass die Entwicklung Russland zu diesem erstmal Autoritarismus damals keineswegs nur der Regierung Putin anzulasten sei. Sie war eigentlich durch den Verfall von vielen Sachen und in meinen Augen also Einstellung zur eigenen Vergangenheit bedingt. Und wurde von dem beträchtlichen Teil der Bevölkerung gut geheißen. Und diese Entwicklung führte zu einer erneuten Umdeutung der sowjetischen Geschichte in einem
der Perestroika entgegengesetzten Geist und sehr schnell. Aber das war wiederum keine Erfindung von Putins Team. Das war das leider, was in den Tiefen dieser postsowjetischen Gesellschaft heranreifte in diesen 90er Jahren. Putins Ideologen haben das damals nur artikuliert und massiv missbraucht. Und natürlich kam das überein, dass man die 90er Jahre und die Jahre von Perestroika als eine absolute Katastrophe dargestellt hat und damit auch die ganze Aufarbeitungsgeschichte absolut fällig wurde. Ja? Und diese Politik der Einschränkung erstmal, immer stärkere Einschränkung von Freiheit und Anfängen der Demokratie, die führte zu einer Art Wiederbelebung einiger sowjetischen politischen Praktiken. Und automatisch führte das erstmal zu einer Rehabilitierung der sowjetischen Vergangenheit. Und viel schlimmer wurde es, als eine staatliche, als wir sahen, dass die Geschichte jetzt sozusagen ein Teil der staatlichen Geschichtspolitik und einer neuen Ideologie wird. Und das offenbarte sich damals, manifestierte sich im Umgang mit den Symbolen. Sie werden sich erinnern, im Jahre 2000 kam die alte sowjetische Nationalhymne in Russland wieder, wurde wieder eingeführt, neu redigiert von demselben Autor, von demselben Greisenautor, ein bisschen umgeschrieben. Es war, die rote Flagge kehrte in die Armee zurück. Und es wurde immer mehr davon die Rede, dass man die Geschichtsbücher wieder umschreiben muss, dass es, weil es zu viele unterschiedliche Geschichtsbücher gibt und man muss jetzt endlich ordentlich ein einheitliches Geschichtsbuch für die Schulen erarbeiten, die eigentlich eine patriotische Erziehung und den historischen Optimismus förderte. Das hatte Putin eindeutig schon 2003 bei seinem Treffen mit den Lehrern, Geschichtslehrern gesagt. Und da kam dieser Satz von Putin auch 2003 in einer Ansprache an föderale Versammlung, dass Zusammenbruch der Sowjetunion oder Zerfall der Sowjetunion die größte geopolitische Katastrophe des 20. Jahrhunderts war. Und natürlich wurden solche Aussagen zu den staatlichen Formeln zur Konstruktion nationalen Erinnerungen. Jetzt werde ich fast noch zum Schluss ein bisschen paar über die Rolle der die Erinnerung an den großen vaterländischen, das Bild des großen vaterländischen Krieges spielt. Eigentlich, es ist ja klar, warum dieser Krieg und besser gesagt der Sieg in diesem Krieg zum Kern dieser neuen Geschichtspolitik wird. Weil das war das einzige Ereignis in der ganzen sowjetischen Geschichte, wo man angeblich oder auch wirklich im Großen, also das Böse von dem Guten unterscheiden konnte. Das einzige, wo man eigentlich gegen einen realen Feind kämpfte. Und aber sehr bald wurde aus diesem Kriegsbild alles gereinigt, was in der Perestroika-Zeit passierte. Und zwar alle die leeren Flecken, alle die unschönen und oft schrecklichen und tragischen Geschichten, weil dieser Krieg wurde sehr brutal, sehr blutig geführt. Also vor diesem Krieg hatte man also einen Hitler-Stalin-Pakt beschlossen, man hat
20.000 polnische Offiziere in der Sowjetunion massakriert. Man hat, Sie wissen ja, wie der Umgang mit den sowjetischen Kriegsgefangenen war, die zurückgekommen sind, mit den ehemaligen Zwangsarbeitern. Das ist eine sehr lange Liste. Und was passierte das? Also es wurde wieder nach und nach aus dem öffentlichen Wahrnehmung des Krieges, des großen Vaterländischen Krieges, rausgefischt. Ja, was ich natürlich auch sagen wollte, und das ist im Zusammenhang also mit unseren mit dem Namen Wiesenthal sehr wichtig zu erwähnen, dass Holocaust in den 90er Jahren zum ersten Mal enttabuisiert wurde und zum ersten Mal die Veröffentlichung darüber erschienen sind, aber auch wiederum sehr langsam, und das ist das berühmte schwarze Buch, das Ilja Ehrenburg und Wassily Grossman, zwei Schriftsteller, damals zusammengestellt haben, erst eigentlich in Russland vor einem Jahr vollständig erschienen ist, in einem Verlag. Deshalb, ein sehr langer Weg. Dieser Krieg, dieser Sieg in diesem Krieg erzeugte in meinen Augen ein Quasi-Konsens, dass angeblich diese zerrissene, unversöhnliche und widersprüchliche Gesellschaft wiederum sozusagen auf einen Nenner bringen sollte. Und wir haben jetzt in all diesen letzten, besonders ganz stark in diesen letzten Jahren erlebt, wie gerade also dieses Bild des Krieges, das eigentlich mit dem wahren Bild des Krieges gar nichts zu tun hat, dass die Zeitzeugen sind auch alle weg inzwischen, ja, ist also sehr stark propagandistisch missbraucht wird. Und das wurde ganz, also auf eine ganz schreckliche Weise zeigte sich das den Ereignissen in der Ukraine, weil wir erlebten eine neue und eine weit aggressivere Spirale des Missbrauchs von historischen Mythen und Verirrungen nach dem Februar 2014. Also mit einer wirklich beispiellosen Propaganda ist es gelungen, die Proteststimmungen damals, also die da waren, einzudämmen und innere und äußere Feindbilder zu schaffen und eine Hassatmosphäre zu erzeugen. Und die und dabei spielte die Geschichte eine ganz gravierende Rolle, weil wir konnten es fast nie glauben, wie die alten Formeln aus den 30er Jahren wieder völlig präsent waren. Also man sprach von der fünften Kolonne, Russland verwandelte sich in eine belagerte Festung und es kam ein Gesetz gegen die sogenannte ausländische Agenten, ein Termin, das man in den 30er Jahren und nach dem eigentlich Stalins Tod nie wieder wirklich öffentlich gebraucht wurde. Und das wirklich, also sozusagen den Höhepunkt, also von dieser beispielloser Spiel mit den Steinen, die man angeblich sozusagen aus der Geschichte rausholt, spielte sich natürlich an diesem 9. Mai dieses Jahres ab. Weil es war eine, nicht nur eine Verkitschung und Verhöhlung und Aushöhlung sozusagen von dem, was wirklich dieser Krieg und diese Erinnerung an diesen Krieg bedeutete, sondern natürlich ein ganz massiver Missbrauch dem,
was noch, und das ist wahrscheinlich das Schwierigste, was noch als in den Familien, als familiäre Erinnerung existiert. Und ich glaube, das ist einer von den Mitteln, die mir sehr gefährlich erscheinen, also von der heutigen Macht, indem man wirklich versucht, eine wahre Erinnerung und wahre Tragödie, die jede Familie hatte, natürlich oft in einer mythologischen Form, es ist der Großvater, der gefallen ist, jetzt schon der Urgroßvater, und das ist eine wirkliche Tragödie, zu missbrauchen und ich habe sozusagen ganz bewusst vom Stalin nicht gesprochen, weil man kann das schon nicht mehr ertragen, also, und vielleicht noch ein Satz dazu, dass automatisch mit dieser neuen Geschichtspolitik, mit dieser Beschwörung des Staates, mit dieser Beschwörung des Sieges, ist es automatisch, dass er wie ein Teufel aus der Tabakdose rausgesprungen ist. Und man hat es versucht, in diesen Peter der Große soll vielleicht als sozusagen als nationale Symbolfigur dastehen. Stalipin, der so ein Reformer war, auch Alexander der Zweite, der Leibeigenschaft abgeschafft hat in Russland. Mitnichten ist das passiert. Und das ist ein absolutes Lackmuspapier, weil er erscheint immer dann, wenn es wirklich nur um den Staat geht, wenn man wirklich nur den Staat beschwört und wieder der Mensch eigentlich gar nicht zu bedeuten hat. Und das sind ganz banale Antworten, aber wenn man die russische Geschichte sich anschaut, so ist es das. Und dass es gelungen ist, durch diese Propaganda und diese Verirrungen den Menschen beizubringen, dass er eigentlich, ja, natürlich war ein grausamer Herrscher, aber er war ein Herrscher und er hat dieses Land also seiner Größe verliehen und er hat diesen Sieg gewonnen und die Umfragen zeigen schreckliche Zahlen und die stimmen ja auch. Also bis zum 60% Menschen also eigentlich betrachten Stalin als den Autor sozusagen des Sieges im Zweiten Weltkrieg und finden, dass seine Rolle jetzt positiv zu bewerten sei. Man hat natürlich noch schlimmere Sachen erlebt, indem man Begriff Faschismus, faschistisch, absolut missbraucht hat. Und das ist ja auch so ein Begriff, das durch Jahrzehnte in Sowjetunion für wirklich etwas Böses, für den Nationalsozialismus dastand, für den Feind in diesem Krieg. Und wir erlebten, wie auch dieser, wie man Hassbilder produziert. Ich meine jetzt also in dieser Konfrontation mit Ukraine, mit baltischen Republiken, in dem sozusagen also dieser Begriff Faschismus, Faschist wieder auftaucht, völlig irrational, völlig eigentlich unbegründet, denn man hat ja genug eigene Faschisten und eigene Rechtsradikalen und man beschwört sie ja auch mit diesem glühenden Nationalismus. Ja. Und es gibt sehr viele Züge, autoritäre Züge und noch schlimmer, alle diktatorische Züge jetzt in Russland, die gerade darauf hinlaufen. Aber man hat es wirklich geschafft, die Menschen fast davon zu überzeugen, dass es um den Kampf gegen den Faschismus ist. Das ist natürlich eine sehr, sehr pessimistische Ausführung und pessimistisch ist und eigentlich ist das sehr gefährlich, was es jetzt in Russland vor sich hin tut. Es gibt aber einen Gegenwind, Gott sei Dank. Es gibt es ist natürlich ein sehr schwacher Gegenwind, also wir sind sowieso natürlich wahrscheinlich in der Minderheit, aber der kommt von unten und oft ganz anders, als es in den 90er Jahren war. Und es gibt auch unter den Intellektuellen jetzt, die früher, würde ich sagen, also so herablassend darauf reagiert haben, was diese Aufarbeitung anbetrifft, diese Denkmäler, diese Opfer eigentlich und sich eher gelangweilt haben bei diesem Thema. Wir erleben die Unterstützung.
eine ganz, also es sieht etwas, also sozusagen, sie sehen vielleicht zu spät, aber die Gefahr und dass man etwas verspielt hat und dass man leichtsinnig war und dass man das Gute und Böse vermischt hat, oft um sozusagen intellektuell pointiert dazustehen. Ich glaube, dass es viel, also wenigstens, also vielen Journalisten um uns herum, vielen Künstlern um uns herum klar geworden. Es ist auch in der Aussage von dem, was aufgeführt wird in den Theatern, welche Filme von den kritischen Regisseuren gemacht werden, sehr deutlich geworden. Wenn wir uns anschauen, was in Moskau in Theatern läuft, das ist Mephisto, Nürnberger Prozess, Dreigroschenoper und eine ganze, und ja, und das ist nie ein Zufall, das ist klar. Also das ist das, was die Menschen brauchen, um irgendwie also zu versuchen, also zu verstehen, was sich hintut, auch was geschieht, auch was propagandistisch geschieht. Es gibt ja auch Sachen, die man eigentlich kaum für denkbar gehalten hat. Also es ist ja dieses, Sie wissen ja diese Geschichte von den Stolpersteinen. Wir haben immer gesagt, in Russland ist das nicht machbar. Wir können, in Russland ist das Klima nicht dazu geeignet, irgendwelche Stolpersteine zu machen, die sieht man sowieso nicht. Aber man hat was anderes ausgedacht, und zwar kleine Schilder, die so groß sind wie die Stolpersteine, aber man bringt sie an die Häuser. Und das heißt, die letzte Adresse, an das Haus, wo der Mensch, oder an das Haus, wo das Haus gestanden ist, von wo der Mensch abgeführt worden ist. Wir haben das absolut kommissarisch angefangen, ohne irgendwelche Behörden zu fragen. Und interessanterweise, und das hängen schon Hunderte in Moskau, in St. Petersburg, in anderen Städten, wo sich die Einwohner selbst bereit sind, also das aufzuhängen. Und eigentlich, interessanterweise, es mehrt sich, wir haben Tausende von Anträgen, nicht nur von den Angehörigen. Und ich, also, und das ist im gewissen Sinne, würde ich sagen, die Hoffnung, dass man alles nicht gleichschalten kann. Es ist eine unvorhersagbare Zukunft, absolut. Die Umfragen zeigen, dass die Menschen in Abschnitten von 2 oder 3 Monaten ihr Leben planen, jetzt in Russland nicht weiter, was Arbeit anbetrifft, was irgendwelche Einkäufe anbetrifft und so. Aber, und ich habe versucht, Ihnen darzustellen, was man aus der Geschichte gemacht hat und wie man mit der Geschichte manipuliert hat und so. Aber meine Hoffnung ist doch einfach eine, würde ich sagen, vielleicht eine völlig auch unberechenbare im Anbetracht dessen, also was sich in Russland abspielt. Aber doch eine, die mir besagt, dass diese Millionen Opfer nicht irgendwie verschwunden werden können. Dass das nicht weggefegt werden kann. Und das ist das Einzige, das ist die einzige Botschaft, die wir versuchen noch zu vermitteln. Vielen Dank. Frau Scherbakova, vielen herzlichen Dank für diesen wirklich faszinierenden Vortrag. Mir wären diese Begriffe, die den Gegensatz zwischen Wissen, Erinnerung und Wahrheit, also quasi ein Dreieck der Spannung aufbauen, das ist geradezu faszinierend. Ich darf die Diskussion damit eröffnen. Darf ich bei dem Positiven anfangen? Sie haben also von diesen Art Gedenksteinen, Gedenktafeln gesprochen, die vor Häusern errichtet werden und auf eigene Faust, natürlich ohne Genehmigung. Bleiben die dann völlig unbehelligt
oder wird dann doch wieder versucht, die zu entfernen. Das heißt, wie riskant ist es überhaupt, so etwas zu machen? Denn wenn sich das ausbreitet, wäre es natürlich ein kleines Stück Hoffnung. Vorläufig ist das nur zweimal passiert. In einer Stadt in Nowotscherkassk, glaube ich, die eine und weiß nie, und jetzt will keiner dazu stehen, wer das sozusagen abgerissen hat. Interessanterweise ist da, sind das nicht die Behörden und nicht die Polizei, sondern so, ich meine, ich glaube ja, die Menschen, die das nicht sehen wollen. Und es ist, also wir haben auch nicht geglaubt, dass es so von unten kommen wird. Und es gibt ja auch noch ein interessantes Beispiel. Wir haben jetzt, Memorial hat ja über die Schicksale von den polnischen Offizieren und nicht nur Offizieren, sondern überhaupt, es sind ja rund Tausende und Abertausende von Polen, die verbannt worden sind und Gott sei Dank nicht erschossen, aber lange Jahre in Lager und in Verbannungen verbracht. Und es sind 25 Jahre lang hat man das recherchiert, das heißt also so dieses polnische Programm und so, und den Menschen Angehörige gefunden. Und jetzt, wo wenigstens diese Katyn-Geschichte, wo 4.000, also über 4.000 liegen, es sind ja inzwischen 20.000, aber so ein Band, so ein riesiger Band konnten wir also natürlich, das ist ja, das wird ja so in mehreren Volumen, auch diese, der Band mit Kurzbiografien ist so riesig geworden, und das ist jetzt das Ausführlichste, was man ja hat, also viel ausführlicher als das, was in Polen jetzt veröffentlicht wurde. Und wir wollten, also ist das Memorial, das es gemacht hat, wir wollten eigentlich kein polnisches Geld dafür nehmen. Wir wollten, wir könnten das natürlich sehr leicht bekommen. Wir wollten aber, dass das ein russisches Buch wird. Und wir haben aber nicht gehofft, dass wir das Geld sammeln werden, weil es teuer war. Und in einem Monat waren 10.000 Euro da. Manche 100 Rubel gezahlt, manche etwas mehr, aber Hunderte von Menschen. Das ist eine, und das ist sehr schnell passiert im Internet. Und das ist, und das sind nicht die eigenen Opfer. Und die Beziehung zu den Polen ist immer noch kompliziert. Und es gibt immer Menschen, die das nicht wahrhaben wollen, also dass es nicht die Deutschen war, dass es nicht die Deutschen, sondern die eigenen waren. Deshalb ist das, ich glaube, auch ein Zeichen dessen, dass es ein Gegen, also das ist, dass man sich dagegen wehrt, gegen diesen Missbrauch und Verdrängen der Geschichte. Ich habe eine Frage. Chruschtschow hat ja bei seiner Rede am 20. Parteitag gesagt, dass 70% der Mitglieder und Kandidaten des Zentralkomitees ermordet wurden. Und als Professor Jakovlev in Wien war, habe ich ihn gefragt, also ein Dolmetscher, und er hat mir gesagt, diese Zahl ist falsch. Die neuesten Forschungen ergeben, dass es 90% waren, die ermordet wurden. Stimmt das? Ich habe, wir wissen ja um die Zahl, also das ist ja, wir wissen ja um die Zahl, von die ich genannt habe, dass es über 4 Millionen Menschen, die zu politischen Opfern geworden sind und 1 Million davon erschossen. Und es gibt die sogenannten 40.000 Nomenklatura. Listen, Vertreter der Nomenklatura, wo Stalin eingehändigt und darunter auch natürlich Politbüro, Mitglieder und so, wo Stalin selbst, also mit anderen Politbüro-Mitgliedern, die nicht erschossen worden sind, das und wie Mikoyan, wie Molotow, wie Kaganovich zusammen unterschrieben hat, Chruschtschow hat auf 3 Listen auch natürlich seine Unterschrift gestellt. Also das zu dem, wie kompliziert die russische Geschichte ist. Und es ist ja, ich würde ja noch nur vielleicht einen Satz sagen. Es war, man hat
in dem 20. Parteitag vieles gesagt, aber die Menschen sollten Eindruck bekommen, dass es eigentlich um Partei geht, hauptsächlich um Parteikader, die ausgerottet worden sind, oder um Armeekader und die wirklichen Opfer auch des Terrors waren ja Bauern. Und die erste Operation des großen Terrors hieß eine gegen Kulaken, eine Operation, die gegen Kulaken, gegen ehemalige Kulaken sich richtete. Und ich glaube, es gibt, also was diesen Terror ausmacht in Russland und was so schwierig ist für die Menschen, sich auseinanderzusetzen, dass es keine einzige Gruppe, weder soziale noch ethnische, in Russland gab, die davon nicht betroffen war. Nur manche Völker als Ganzes, also 10 Völker, ja, wie Krimtataren, Kalmiken, Russlandsdeutschen und viele andere mehr, Tschetschenen natürlich. Aber es gab eine polnische Operation, es gab eine deutsche Operation, es gab eine griechische Operation, es gab eine Operation gegen die Finnen, die in der Nähe von Leningrad lebten und so weiter und so fort. Also das ist ja, das war ja das Herrschaftsmechanismus und keine soziale Gruppe ist davon verschont, natürlich. Also ich hätte 2 Fragen. Die eine betrifft die Frage des Studenten 1990. Was ist Ihre Antwort dann gewesen? Moment. Und was wäre jetzt Ihre Antwort, wenn doch heute ein Student Ihnen das fragen würde? Das war die erste Frage. Die zweite Frage, Sie haben der Fall der Vorfahren der Mitglieder des Politbüros in den 90er Jahren erwähnt. Was ist der Fall der Vorfahren von Wladimir Putin? Was ist Ihr Schicksal gewesen? Damals habe ich gelacht, als der Student mich gefragt hat. Und ich war eigentlich froh, dass er glaubt, also einen lebendigen Stalinisten kann man schon zu dem Gesicht nicht bekommen. Jetzt haben wir etwas ganz anderes erlebt. Also ein Mädchen, ein sehr junges Mädchen, noch eine Gymnasiastin, hat in einem Schülerwettbewerb das Memorial organisiert, einen sehr guten Beitrag geschrieben über ihre Familie und ihr Großvater war ein ehemaliger litauischer Widerstandskämpfer und verbannt nach Sibirien. Ihre Großmutter war eine junge Mädchen, die sogenannten Bandera-Mädchen, die dann die ganzen Dörfer also ins Gulag geschickt worden sind. So haben sich doch kennengelernt und geheiratet und sie hat diese Geschichte beschrieben. Und das ist typisch, was man mit den jungen Menschen macht und wie man wirklich diesen Relativismus, also diesen Chaos produziert. Und das war schon eigentlich was vor 10 Jahren, wo das deutlich wurde, was da passiert. Weil wir hatten eine Diskussion über den Krieg. Und dann natürlich automatisch Stalins Rolle. Und sie zögerte mit der Antwort ziemlich lange und wusste nicht, also ob er guter war oder schlechter war. Und dann sagte sie, sie dachte lange nach und dann sagte sie, er war ein effektiver Manager. Und da war unser Oppositions in dieser Diskussion nahm unser damaliger noch Oppositionspolitiker, der Leader von der Jabloka-Partei, und der ist vom Stuhl gefallen, weil sie hat das ausgesprochen und seitdem ist das diese Formel bekannt geworden, weil sie hat das ausgesprochen, was in der Luft war, aber was die Erwachsenen noch irgendwie damals noch Angst hatten, völlig ohne irgendeinen
Hauch von dem, was gut ist, was böse ist, was moralisch ist, was unmoralisch ist, was verbrecherisch ist, was nicht verbrecherisch ist. Ja, und das war natürlich schon das ganz böse Signal. Jetzt, aber das war die Zeit, wo man eigentlich alles hin war auf die Modernisierung. Wir modernisieren jetzt Russland, es wird ja, ihr könnt, und diese Vergangenheit steht ja uns nur im Wege, nicht immer an die Vergangenheit denken, immer weiter arbeiten an der neuen Zeiten und so. Mit dieser Modernisierung, wie Sie wissen, ist nichts geworden. Das ist einer der Gründe, warum heute der Traditionalismus so vorherrschend ist in Russland. Und jetzt ist es etwas ganz anderes, was viele Schüler sagen. Das war ein großer Staat. Wir müssen stolz sein auf unseren Staat. Also das war ein, und zwar, und das ist sehr interessant, weil das ist nicht das Land. Man sagt nicht Strana, man sagt Gesudarstva oder man sagt Dirjava, also sozusagen, also der Staat. Und das ist natürlich noch ein Schritt weiter, aber eindeutiger Weg vom effektiven Manager. Was Putin anbetrifft, würde ich sagen, das ist auch so typisch, glaube ich, weil in Russland vieles so typisch ist, dass es nur Mythen gibt. Angeblich eine Familie, angeblich eine Mutter, wahrscheinlich irgendwo am Vorort von St. Petersburg. Aber es ist in dieser mit Absicht verschleierte, und ich glaube nicht, dass es etwas Besonderes irgendwie da war, sondern eine sehr typische, glaube ich, Geschichte und sehr typischer Werdegang, würde ich sagen, aber besonders für seine Generation. Also weil da waren nicht viele Karrieremöglichkeiten. Ja? Und das war einer davon, war die Staatssicherheit. Und da musste man schon sich sehr bemühen, auch um dort eine kleine, aber doch eine Karriere zu machen. Und was jetzt alles verschleiert wird, also wie man meistens, also die Figur, die sozusagen jeder Transparenz und Kritik entzieht, verschleiert. Und dass das Volk irgendwie auch, wie soll man sagen, mit einem Symbol und nicht mit einem Menschen zu tun haben soll. Und was für ein Symbol ist, gut, das ist ein neuer Symbol. Das ist sozusagen nicht der Stalin, sondern also diese neue Welt und neue Medienwelt fordert andere Symbole, ja, aber es ist schon sozusagen ein Symbol. Ich weiß nicht, ob ich Ihre Frage beantwortet habe. Ich hätte ja zwei Fragen. Frage 1, Sie haben gesagt, die Gesellschaft ist momentan geprägt durch die Angst vor dem Faschismus. Mhm. Für mich ist das ein bisschen so, ich kann momentan nicht wirklich nachvollziehen, woher diese Angst des Sowjetmenschen kommt. Mhm. Und die zweite Frage ist, welche Rolle spielt eigentlich momentan sozusagen die orthodoxe Kirche bei all diesen Themen? Mhm. Naja, die Angst, es ist sehr interessant. Wir denken sehr intensiv darüber nach. Also weil sozusagen dieser ukrainische Faschismus plötzlich in zwei Monaten zu einer schrecklichen Gefahr geworden ist und Familien auseinander zerrissen hat für Faschisten, gegen Faschisten, weil es, wie gesagt, also fast keine einzige russische Familie gibt, wo es ukrainische Wurzeln nicht gibt oder ukrainische Verwandte nicht gibt. Und man hat sich mit diesen Faschistenbildern beinahe bekriegt, sozusagen, wo eigentlich die Faschisten sitzen. Ja. Ich glaube, dass es passierte in meinen Augen etwas viel, viel Gefährliches. Krieg ist möglich geworden. Ich bin in der Zeit herangewachsen und lange gelebt. Das war, weiß Gott, keine Demokratie, das waren Brezhnev-Zeiten. Aber es gab, und es war natürlich eine sehr heuchlerische Ideologie. Aber einer der Bausteine dieser Ideologie, und das war so eine Beschwörungsformel, wir wollen keinen Krieg. Natürlich hat man kleine Kriege auch geführt und am schrecklichsten war und am verheerendsten war Afghanistan-Krieg. Aber der war nie
gut, also trotz aller Propaganda und internationale Pflicht, die dort man erfüllt hat. Und so war das nie sozusagen als irgendein heroischer Krieg wahrgenommen. Und auch die ganze späte, würde ich sagen, Reflexion darüber in den Filmen, in den Liedern und so ist eher einer amerikanischer Art, sozusagen eine Blockbuster-Geschichte. Und das ist es entpolitisiert den Geschichten. Also es ist eine Kompanie, die dort einfach sozusagen also schreckliche, diese schreckliche Geschehnis des Krieges überwindet oder keine Kameradschaft und so, als passiert da sonst noch wo. Aber man hat diese, als diese Menschen zurückgekommen sind, waren sie keine Helden, überhaupt nicht. Und eigentlich haben sich geschämt, irgendwelche Auszeichnungen zu tragen, offen zu tragen. Was jetzt passiert, zum ersten Mal nach, also wenigstens nach den 30er Jahren, kann man sagen, dass man plötzlich die Stimmungen, eigentlich ist der Krieg etwas Heroisches. Und eigentlich kann der Krieg auch attraktiv sein. Und der Sieg in diesem Krieg kann attraktiv sein und so. Und wir kämpfen ja dort also irgendwie gegen Faschisten. Wir befreien ja unsere Brüder dort. Und das ist, ich glaube, dass mit Syrien wird das nicht zustande kommen. Also wenigstens, ich habe nicht das Gefühl, dass man das erreicht. Es ist zu weit weg und zu, aber dass dieser Geist aus der Flasche ist, nach langen Jahren, also ist für mich natürlich, ist das auch so, dass diese Generation da ist, die keine Erfahrung gemacht hat, die diesen Krieg nur, also in den Filmen, und meistens waren ja nicht die oft übrigens zum Teil wenigstens ehrliche sowjetische Filme, die gezeigt worden sind, als ich ein Kind war, wo der Krieg als ein grausamer Krieg, trotz aller Zensur, Geschichten und so dargestellt wurden, sondern das ist ein Computerkrieg oder eine Rekonstruktion eines Krieges. Also das ist ein sehr wichtiges Wort, also sozusagen ein Spiel, der Krieg als Spiel. Und das ist, glaube ich, eine sehr gefährliche Entwicklung. Die orthodoxe Kirche. No, ich glaube, wir wissen alle. Also das ist sehr, man versucht, also eigentlich, es gibt hier zwei ideologische Kleister, also grob bezeichnet in Russland. Das eine ist wirklich, also dieser Krieg, Mythos in der Vergangenheit und dann Traditionalismus, Konservatismus und die Werte, die natürlich von der russischen orthodoxen Kirche kommen. Und das, und die Kirche versucht wirklich, das säkuläre Leben zu beeinflussen, sie versucht in den Schulen Einfluss zu gewinnen, sie versucht, sie ist im Vergleich zu westlichen Kirchen, so wo man sie, also so sehr man sie kritisiert, ist sie viel rückständiger, kein Vergleich, was die Rolle der Frau anbetrifft, was Kindererziehung anbetrifft, was die Weltanschauung anbetrifft. Und sie geben die Nahrung für einen Fundamentalismus. Und dieser Fundamentalismus ist eine, würde ich sagen, der ist noch paar Schritte voran. Also noch wird das sozusagen nicht mal vom Staat formuliert, aber wir sehen, oder wenn so deutlich formuliert, aber wir sehen diesen Einfluss. Es werden Theaterstücke verboten, dann Häuser, wahrscheinlich haben Sie vielleicht davon gehört, in Novosibirsk, also eine Aufführung von einem sozusagen einem Alternativen, das war natürlich keine, also sozusagen eine moderne Aufführung, aber das war dann Häuser und das war Wagner und das war nichts hineingeschrieben und so wegen Gotteslästerung, wo in meinen Augen gerade im Tannhäuser und im Gegenteil davon geht. Aber es wurde als Gotteslästerung aufgenommen und obwohl in Novosibirsk
für diese Aufführung, was über 2000 Menschen auf die Straßen gegangen ist, was in meinen Augen für einen Tannhäuser viel ist. Der Regisseur musste weg. Theaterdirektor musste weg. Es mehren sich die Eingriffe, was Ausstellungen anbetrifft. Und es passiert etwas, was früher in den sowjetischen Zeit nicht denkbar war. Man stürmt staatliche Museen und Ausstellungen. Es war vor einem Monat ein unglaublicher Vorfall, wo ein sehr bekannter russischer, sowjetischer, längst gestorbener Bildhauer, Sidur, der zu wirklich einem ganz Bekannten aus den 60ern gehört, selbst ein Kriegsveteran und man weiß, also stark verwundet im Krieg, zu einem Kriegsinvaliden, der eigentlich, wo seine Werke eigentlich verboten waren, gerade in den sowjetischen Zeiten, weil er biblische Motive als Bildhauer verwendet hat. Jetzt hat man diese Ausstellung. Und das ist im Zentrum von Moskau. Das ist ganz zentral. Das ist auf dem Manegeplatz und völlig stattlich. Man hat es gestürmt und man hat 3 seine Figuren zerstört. Und dafür kam die Strafe 10 Jahre. Das ist feudistisch. 10 Tage Haft, weil also der Druck der Öffentlichkeit doch so war. Wenn man vergleicht mit den Strafen, die Pussy Riot bekommen haben, obwohl sie in dieser Kirche ja wirklich nicht zerstört haben, sondern nur gesungen haben. Das ist natürlich ein böses Zeichen und das kommt also, und das wird von der Kirche natürlich mitbegleitet und würde ich sagen, und unterstützt. Und dann predigte diese Kirche niemals für den Frieden. Und nicht, dass das ist interessant. Es gibt immer wieder Versuche, natürlich Stalin auch als Retter der russischen orthodoxen Kirche darzustellen. In dem Sinne, dass er in den 30er Jahren also 3/4 der Priester verhaften ließ und sie entweder erschossen oder ins Gulag gebracht hat und dann während des Krieges, als die Deutschen es erlaubt haben, die Kirchen eröffnet haben, also eine Handvoll von denen, also die noch nicht, also die irgendwie Gulag überlebt haben, also in der Verbannung und so nach Moskau geholt hat und dann wirklich es erlaubt hat, also teilweise auch die Kirchen zu öffnen. Und das wird jetzt so oft dargestellt, als Stalin sozusagen der Retter der russischen orthodoxen Kirche dasteht. Und es gab ja auch sogar Versuche, Ikonen mit ihm zu malen. Wenn Sie im Internet googeln werden, dann werden Sie diese Perversität finden. Die Kirche ist in sich gespalten auch, zum Teil, wenigstens um diese Frage. Weil es gibt ganz radikale Kräfte und auch sehr nationalistische, unglaubliche traditionalistische, die auch Stalin in diesem Sinne gutheißen. Aber es gibt natürlich, also aber man versucht doch irgendwie das so weit nicht zu gehen, weil es gibt ja wirklich also ganz viele eigene Opfer doch und so. Aber die Rolle, die die russische orthodoxe Kirche spielt, ist bei Gott natürlich keine, die dann die Gesellschaft auf dem Weg der Demokratie oder Menschenverständnis oder also vielen an Toleranz oder allen solchen Sachen begleitet. Können Sie vielleicht noch ein paar Sätze dazu sagen, welche Rolle spielt in dieser ganzen aktuellen Propaganda und der Umdeutung der Geschichte der Antisemitismus eine Rolle und wenn ja, welche und wie verhält sich das Regime zu den militanten rechten Gruppen und deren Attacken und welche Haltung nimmt es ein gegenüber, also in Bezug auf die Ermordung der sowjetischen Juden im Zweiten Weltkrieg? Der staatliche Antisemitismus, das
seit Kriegszeit in der Sowjetunion präsent war, eindeutig, und dann und stärker, immer stärker wurde und eigentlich ganz stark sich also vor dem Stalins Tod manifestierte, der und dann in den Brezhnev-Zeiten einen lahmen Charakter hatte. Aber das war ja auch, aber Sie wissen ja, dass aber Sie wissen ja, dass wenigstens, also das Thema war sowieso, also stand unter dem Verbot. Und nur ganz wenige Publikationen, und ganz, es gab ganz wenige Möglichkeiten, also irgendetwas zu veröffentlichen, sei es in Form der Erinnerungen an Holocaust. Und meistens war das in Riga möglich oder in Baltikum und nicht in Moskau. Oder es gab ja wirklich, man kann es an den Finger abzählen, also wie viele Denkmäler entstanden sind, welcher Kampf um Babi Yar sich ereignete. Das will ich Ihnen alles nicht ausbreiten, das wissen Sie ja sehr, sehr wohl. Das ist, wenigstens man hatte das Gefühl, das ist verschwunden ab in der Perestroika-Zeit. Nicht, dass der Antisemitismus verschwunden ist, weil der wurde ja völlig öffentlich geworden, also weil man in den sowjetischen Zeiten immer nur über Zionisten sprach und nie über die Juden. Das Wort selbst wollte man also gar nicht gebrauchen. Das war ja an sich verpönt, also irgendwo zu schreiben, dass man Jude ist oder dass man jüdisch ist. Ja, das Kosmopolit zu den Stalin-Zeiten und dann zu den Brezhnev-Zeiten waren das Zionisten natürlich. Und erstens wurde dieser sozusagen diese rechtsradikalen Gruppen, die natürlich auch sehr antisemitisch waren am Anfang, wie Pamet, die könnten dann viel öffentlicher werden, als es zu den sowjetischen Zeiten war. Aber sie waren in der Minderheit. Und weil es diese staatliche antisemitische Politik weg war. Und es spielte keine Rolle. Und dann in den Personalausweisen stand nicht mehr, also es gab keine Spalte für Nationalität mehr, was in den die ganze Zeit in sowjetischen Zeiten war. Also deshalb, in dem Sinne war es weg. Was jetzt passiert, ist eine Mischung. Erstens gehört Holocaust und die Holocaust-Geschichte, obwohl, wie gesagt, vieles veröffentlicht ist, gibt es ein Holocaust-Zentrum und so sind Filme gezeigt worden, auch im Fernsehen und so. Trotzdem gehört dieser Teil der Geschichte irgendwie, passt sowieso nicht in diesen heroischen Pathos. Das ist, man spricht ja nicht so gerne über Opfer sowieso. Und auch über die eigenen Kriegsgefangenen nicht, auch die Zwangsarbeiter werden nicht erwähnt und so. Und auch diese Holocaust-Geschichte ist irgendwie, wird also nicht unbedingt, weil es was nicht bedeutet, dass jetzt neue Forschungen veröffentlicht worden sind über Kollaboration, über Besatzungszeit, mit den Archivdokumenten, die früher es nicht gab, es benötigt ein langer Weg. Es gibt wirklich ein paar sehr gute Forschungen jetzt in Russland, wo vieles offen mit Dokumenten niedergelegt wird und so. Aber erstens, es gibt eine Bewegung von unten, indem man irgendwie vor Ort, Sie haben wahrscheinlich mitbekommen, eine sehr unschöne Geschichte, die in Rostov sich abgespielt hat, wo man versucht hat, also diese Tafel an dem Massenerschießungsort von Juden also wegzutun, unter dem Vorwand, dass eigentlich, dass das Wetter die beschädigen könnte und so. Und das war ein regelrechter Kampf dort um diese Tafel. Das ist die sogenannte, die berühmte Zmijova Balka, wo mindestens 15.000 oder ja, und unter dem Vorwand, dass da steht geschrieben, dass es 17.000 sind und in Wirklichkeit waren das ein paar Tausend weniger. Also das, solche
solche Sachen passieren immer wieder. Was jetzt als Warnsignale aufnehmen kann, das ist Antisemitismus, entsteht auch automatisch sehr oft dort, wo, und das also wenigstens in der sowjetischen Geschichte es war, wo man antiwestlich, antiliberal, nationalistisch, da kommt es sozusagen automatisch, gehört es zu diesem Paket. Und wir haben dann, und wir haben das schon mehrmals erlebt, im Fernsehen, in Talkshows, wo die Menschen, die als eigentlich als Liberalen angeprangt worden waren, aber eindeutig jüdische Herkunft hatten, angepöbelt worden sind und auch in den Zeitungen. Und zwar natürlich, also das ist diese, was bei Pegida jetzt gesagt worden ist, dass die Lager leer ist, das ist ja noch irgendwie etwas Mildes. Ich selbst zum Beispiel an einem Talkshow, wo es um Stalin ging und um seine Rolle und um die Erinnerung an den Krieg, da hat ein, das war glaube ich ein Abgeordneter von der, also irgendwie so ein dummer Abgeordneter von den Kommunisten, der hat mir gesagt, und solche wie Sie sollen überhaupt schweigen. Denn wenn Stalin es nicht gewesen wäre, hätten sie da längst sozusagen in sich in ein Kaminfeuer verwandelt. Also dass solche Sachen möglich ist. Und es gab ja auch eine Skandalgeschichte in einer Zeitung, das das ist eine Komsomolske Pravda, eine sehr gelesene und sehr breite, so breit, eine von den alten sowjetischen Zeitungen. Die zu einem, also zu einem Yellow Press geworden ist, wo eine quasi Journalistin dort geschrieben hat, auch gegenüber einem Vertreter der liberalen Opposition, ja eigentlich fast dasselbe, dass es eigentlich ihr Leid tut, dass aus solchen wie er nicht Lampenschirmen gemacht worden waren. Und das ist immer wieder, und abgesehen davon, Sie wissen ja, was ein Hort für Antisemitismus ist, das ist Internet. Internet. Und wenn man Internet liest und wenn man oft auf bestimmte Besprechungen, wo es um KZ geht, um Auschwitz, um Erinnerung an Holocaust, da kannst du natürlich, aber ich glaube, das ist nicht nur in Russland. Ich glaube, das ist überall in der Welt. Das kommt das raus, was noch in der Öffentlichkeit nicht präsent ist. Ich habe jetzt noch zwei Wortmeldungen, wenn ich das eine Wortmeldung, wir sind schon nah am Ende unserer Zeit, bitte. Was mich interessieren würde, wenn die Stalinzeit in den letzten Jahren verklärt und heroisiert wird und insbesondere der Vaterländische Krieg, wie wird eigentlich die Geschichte der Machtergreifung durch die Kommunisten, die Oktoberrevolution, rezipiert und wie hat sich das in den letzten Jahrzehnten geändert? Ja, danke für die Frage. Die ist eine sehr wichtige. Also wir werden jetzt das 100. bald Jubiläum feiern müssen. Ich glaube, das ist sehr gemischt, weil Stalin wird ja als einer, der dieses Imperium ja wieder zusammengebracht hat, der den Krieg, der im Krieg gewonnen hat, der ein sozusagen diesen russischen, der sozusagen diesen russischen Nationalismus wieder ans Leben gerufen hat. Und diese Revolution von den Linken, die hat einen unangenehmen Touch. Es ist ja so, es ist in sich widerspruchsvoll, aber vieles ist in Russland. Es gibt so ein Modewort bei uns, es heißt Hybrid. Wir haben eine hybride Diktatur, wir führen einen hybriden Krieg, wir haben eine hybride Aufarbeitung. Also das ist, glaube ich, also, weil die Zeit produziert ja solche Worte, die dann vieles aussagen, was da passiert. Und es ist, einerseits ist man sowjetisch nostalgisch, das ist eindeutig, aber nicht, was Revolution anbetrifft und gar nicht schon, was diese Linke anbetrifft. Als Gegenwind
gibt es, was ich ja auch jetzt, es ist natürlich in sehr kleinen Segmenten, aber das gab es auch seit Jahren nicht mehr so, dass gerade das Interesse an das Linke und Radikale wächst. Dass es Seminaren gibt, dass sich Anarchisten wieder melden, dass Trotzki interessant wird. Es ist, wie gesagt, das ist natürlich sehr, sehr segmentiert, aber das war jahrelang überhaupt nicht gefragt. Und es ist auch klar, warum, weil die Gesellschaft sich radikalisiert. Aber ansonsten Revolution, Gott bewahre. Also weil, ja, man hat ja wirklich von Umwälzungen, von Veränderungen, also da kommt alles auch in diesen Kessel. Also auch dieses linke Verteilung, also soziale Gerechtigkeit noch womöglich. Also, und Lenin ist keine, der liegt ja dort, wie gesagt, als ein Objekt, aber im Mausoleum und wird nicht begraben. Aber ich glaube, das ist ja nur jetzt ein Spiel mit den Kommunisten noch. Und eigentlich, es ist kein Vergleich also zum Stalin, kein Vergleich, wie sehr Stalin jetzt das oder die Vergangenheit verkörpert, die man eigentlich jetzt beschwört. Obwohl, wenn Sie Putin fragen würden, wie er zu Stalin steht, wird er natürlich, ja, und er hat ja schon einige Male gesagt, ja, eigentlich Krieg, ja, Sieg, ja, aber Verbrechen kann man ja nicht, das kann man ja nicht gutheißen. Und es soll ja auch ein Denkmal jetzt im nächsten Jahr in Moskau für Opfer. Na, Stalin, es gibt ja viele in Moskau, in Moskau kriegen wir etwas anderes. Wir kriegen eine riesige, 12 Meter hohe Figur des Fürsten Wladimir. Eine völlig mythische Figur, der wir würden auch lachen, wenn es für uns nicht so bedrohlich wäre, weil 12 Meter Gold, dich, wenn sie das realisieren, was, also, und vor dir, also genau vor dem Kreml. Also das, ich glaube, da ist die Gefahr größer als die Stalin-Figur. Vielen herzlichen Dank für den Vortrag, die wirklich spannende Diskussion, die gezeigt hat, wie glücklich Österreich doch eigentlich ist. Die Russen werden noch einige Zeit brauchen, bis sie ein Haus der Geschichte so eigentlich in komplettem Konsens, wie das hier bei uns erfolgt, errichten werden können. Darf ich mit einer Ankündigung schließen? Die nächste größere Veranstaltung des Wiesenthal-Instituts wird die Simon-Wiesenthal-Konferenz 2015 sein, vom 30. November bis 2. Dezember. Thema ist Modern Antisemitisms in the European and Colonial Peripheries. Standort oder Tagungsort ist das Österreichische Theatermuseum am Lobkowitzplatz, und wir würden uns sehr freuen, möglichst viele von Ihnen dort begrüßen zu dürfen. Damit darf ich Ihnen noch einmal danken und mich verabschieden.